was ist das? Warum passiert das immer? Oh Mann, ich habe mir so viel Mühe gegeben, wollte das jetzt hier gut anzeichnen, aber irgendwie klappt das bei mir nicht. Bei anderen sieht das so einfach aus, einmal hier rumwinkeln, passt. Bei mir passt es überhaupt nicht. Woran kann das liegen? Anzeichnen ist mega wichtig, eigentlich eine der wichtigsten Sachen, die wir überhaupt machen. Denn nur wenn wir anzeichnen, können wir auch korrekt da arbeiten, wo wir wollen. Wenn wir falsch anzeichnen, können wir noch so gut sägen, es ist an der falschen Stelle. Deswegen wollen wir uns heute mal die 5 wichtigsten Tipps angucken, wie ihr es schaffen könnt, wie ein echter Profi anzuzeichnen, damit euch genau solche Sachen nicht mehr passieren. Wir fangen an mit der Nummer 1. Der erste Fehler fängt ganz oft schon vor dem ersten Strich an, nämlich bei der Wahl des Stiftes. Wenn ich zum Beispiel diesen hier nehme, der oft als super toller Stift für die Werkstatt beworben wird, dann stelle ich relativ schnell fest, naja, die Linie ist ganz schön dick und auch nicht so ganz gleichmäßig. Vielleicht nehme ich lieber diesen hier, einen Faber-Castell Fineliner. Mal gucken, geht das gut? Diese Linie sieht schon deutlich besser aus, aber auch die hat einen Nachteil. Oder wir nehmen einfach einen richtig schönen feinen Bleistift. Warum das gut ist, zeige ich euch gleich im nächsten Tipp. Wir sehen aber hier schon, es macht einen riesen Unterschied, was für einen Stift wir nehmen. Denn je dicker die Linie ist, desto ungenauer ist sie auch. Denn wo säge ich jetzt? Auf der Linie, links daneben, rechts daneben? Und wo ist hier überhaupt auf der Linie? Und wer jetzt sagt, ich nehme so einen Fineliner, auch da spricht ein bisschen was gegen. Dadurch, dass das hier mit Tinte ist oder irgendeine Art von Farbe, kann es natürlich sein, dass das Ganze etwas tiefer einzieht als zum Beispiel ein Bleistiftstrich. Und auch hier gilt natürlich, wir wollen nur markieren. Wir wollen nicht mit dem Bleistift das Ganze ins Holz kratzen. Also erster Tipp, nehmt einen schönen dünnen Bleistift. Der zweite Tipp hat ebenfalls wieder mit dem Stift zu tun. Es ist wichtig, den Stift, den wir benutzen, zu kennen und zu wissen, dass dieser hier eine 0,5 mm starke Mine hat. Was interessiert mich das denn? Ganz einfach, wenn wir ein solches Lineal hier einstellen und auf 5 cm gehen, und dann über 5 cm die Linie machen, die 0,5 mm stark ist, dann sind wir bei 5 cm und einem halben Millimeter, weil die Bleistiftstärke einfach dazukommt. Wenn wir jetzt zwei Messmittel nutzen, die ganz wunderbar zusammenpassen, wie dieses Lineal und dieser Stift, dann können wir hier 49,5 mm einstellen. Wenn wir dann einen 5 mm starken Strich machen, sind wir genau bei 50. Das passt also sehr gut zusammen und ist super präzise. Der dritte Tipp. Wie können wir umwinkeln bzw. eine Linie verlängern? Das ist eigentlich der gleiche Trick. Wenn wir jetzt diese Linie hier haben, wie zeichnen wir die jetzt weiter? Die meisten werden wahrscheinlich das Lineal oder den Winkel anlegen und dann versuchen, mit dem Stift weiterzuzeichnen. Das ist aber nicht wirklich präzise, weil wir mit dem Lineal oder dem Winkel wirklich diesen Strich treffen müssen. Was viel besser ist, wir legen den Bleistift an genau diese Linie an, legen den Winkel dann an den Bleistift und ziehen die Linie weiter. So ist sie hundertprozentig gerade. Genau das gleiche gilt auch für eine Ecke. Wenn wir das Ganze jetzt hier hochkippen, ich hoffe, man sieht das noch. Ja. Dann lege ich den Bleistift an die Linie an, die ich eben gemacht habe, lege dann den Winkel an den Bleistift und ziehe die Linie super präzise weiter. Beim vierten Trick geht es um die Frage des Abschneidens. Ganz oft ist es ja so, wir markieren uns hier was, ja, alles klar, ich will das gleich absägen, gehen einmal weg, kommen zurück. Oh, Digga, welches der beiden Teile wollte ich jetzt behalten? Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Anstatt einfach eine solche Linie zu ziehen, könnt ihr das Ganze einfach so machen. Ihr zieht die Linie und macht einen Strich von der Linie weg. Jetzt wissen wir, das hier ist die Seite, die wir abschneiden wollen. Und die andere Seite, also alles, was von euch aus gesehen rechts vom Strich ist, wollen wir behalten. Oh, der fünfte Trick dreht sich um das Heilige, das Tischler-Dreieck. Das Wichtigste. Wir alle müssen es lieben. Nein, müssen wir nicht. Pack das weg. Wir müssen unsere Teile markieren. Und das Tischler-Dreieck ist tatsächlich ein recht guter Weg, um verschiedene Teile, zum Beispiel Rahmenteile, sinnvoll miteinander zu verbinden, um zu wissen, aha, wenn ich das Dreieck wieder zusammensetze, dann macht der Rahmen Sinn. Das Ding ist, und ich bin ganz ehrlich, scheiß aufs Tischler-Dreieck. Es ist völlig egal, wie ihr das macht. Das Wichtigste beim Anzeichnen ist, dass du einer Zuschauer, du selber deine Skizze verstehst. Denn solange ihr alleine arbeitet, muss kein anderer verstehen, was ihr anzeichnet. Und das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig. Wichtiger als ein Dreieck drauf zu machen ist, dass ihr wisst, welches Teil wohin gehört.
Wenn ihr mit anderen zusammenarbeitet, so wie ich das tue, dann müsst ihr auch kein Tischlerdreieck machen. Nehmt einen einheitlichen Weg, den alle verstehen. Wenn es das Tischlerdreieck ist, super. Wenn nicht, scheißegal, ich finde das Dreieck auch mega dämlich. Das Wichtigste ist, ihr müsst damit klarkommen. Und genau das Gleiche gilt natürlich für alle Tipps, die ich euch heute gezeigt habe. Wenn sie euch helfen, mega gut. Wenn ihr sie nicht braucht, ist auch nicht schlimm. Das Wichtigste ist, ihr müsst an euer Ziel kommen. Und ich hoffe, dass ich vielen von euch bei diesem etwas nervigen Thema Anzeichnen helfen konnte. Denn ich sage es ganz am Ende nochmal kurz, ich kann auch nicht gut gucken. Und deswegen sind für mich solche Tipps und Tricks sehr, sehr wichtig, um so präzise und einfach wie möglich zu arbeiten. Denn ich sage es nochmal, Anzeichnen ist nicht nur die halbe Miete, sondern gefühlt 90%. Denn wenn wir an der falschen Stelle zeichnen, dann sägen wir auch an der falschen Stelle. Also lasst doch gerne an der richtigen Stelle jetzt mal ein Abo da. Bau, so ungefähr. Und gerne natürlich auch ein Like und ein Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.